Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Tutorial-Reihe zu PyTorch, in der wir jetzt gerade im aktuellen Projekt einen Passwortgenerator schreiben, der menschliche Passwörter erzeugen soll, die so aussehen, ja, als wären sie von einem Menschen und daher vielleicht von einem Menschen sind. Wunderbar. Das ist so das Ziel für heute, beziehungsweise nicht für heute. Heute wollen wir nur das Netz davon schreiben und die nächsten paar Male wollen wir dann natürlich das Ding verbessern und fertig schreiben, den Trainingsalgorithmus und so weiter und so fort. Okay, heute, wie gesagt, das Netz, die Imports haben wir letztes Video schon gemacht und ich habe jetzt hier noch eine Zeile reingefügt, nämlich habe ich die Liste Lines-File erstellt, die uns einfach die Wordlist ausliest und über Lines das Ganze in ASCII-Buchstaben hier konvertiert und eben natürlich in eine Liste. Okay, so, sehr gut. Jetzt wollen wir natürlich ein neuronales Netz schreiben, beziehungsweise erstmal unser Netz definieren, wie es aussehen soll. Wir erben wieder mal von nn.module, das sollte mittlerweile bekannt sein. Das ist jetzt das sechste Mal oder sowas, dass wir davon erben. Also, ja, ihr solltet mittlerweile wissen, dass wir davon erben müssen. Ihr solltet genauso wissen, dass wir hier einen Konstruktor brauchen, der erstmal den Superkonstruktor braucht. Bam, perfekt. Genauso hätte ich das gerne, dass die Autovervollständigung super ist, wissen wir mittlerweile auch. Und ja, jetzt, was brauchen wir hier? Okay, jetzt müssen wir ein bisschen nachdenken und zwar, wir brauchen logischerweise wieder hier ein rekurrentes neuronales Netz. Warum ein rekurrentes neuronales Netz? Naja, ganz einfach, wir bauen ein Char-RNN wieder mal, also ein Character-RNN, das wir uns eigentlich letztes Mal schon angeguckt haben im letzten Projekt. Das Ding muss aber wissen, welche Buchstaben sozusagen davor kamen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Passwort schreibe wie ASDF, das ist sehr, sehr wahrscheinlich, das Passwort, oder QWERTZ. Das ist unglaublich wahrscheinlich, allerdings muss das Netz wissen, was davor kam. Und um zu wissen, was davor kam, muss es natürlich irgendwie auch Informationen bekommen über die Zustände davor. Und deswegen benutzen wir hier wieder rekurrente Netze. Sprich, wir wollen unserem Netz nachher den Output wieder reinstecken. Also wir produzieren sozusagen in jedem Schritt, in jedem Mal laufen lassen von dem Netz produzieren wir einen Buchstaben. Also zum Beispiel Q, dann W, dann E, dann R und dann T und dann Z. Und dann sind wir fertig. Das heißt, da kommt dann sowas wie End of Sentence oder sowas, also EOS. Genau. Und aber jedes Mal stecken wir unseren Output wieder in den Input rein. Und jedes Mal gibt es auch ein paar Hidden Neuronen, die wir auch wieder reinstecken. Im Endeffekt ganz normale Struktur für ein RNN. Das hoffentlich wisst ihr das auch aus meinen anderen Videos zu neuronalen Netzen oder generell einfach so, wenn ihr mit RNNs schon mal gearbeitet habt. Okay, und ja, was brauchen wir dann logischerweise hier noch an Informationen? Haben wir letztes Mal eigentlich auch schon gemacht. Wir brauchen Inputs, damit wir wissen, wie viele Inputs wir bekommen. Wir brauchen Hiddens, damit wir wissen, wie viele Hiddens wir haben. Und Outputs, damit wir wissen, wie viele Outputs wir haben. So, und jetzt, was wollen wir hier tun? Wir setzen erstmal die self.hidden. Size, nenne ich das ganze Ding jetzt einfach mal auf Hiddens. Dann setzen wir, ja, auf, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen einige Schichten. Und bei den Schichten machen wir jetzt Folgendes. Wir haben eine Schicht, die erstmal, also wir kombinieren erstmal den Input und, also diese Inputs und die Hiddens, also das ist nur die Anzahl davon, aber wir kombinieren die wieder mal, das haben wir letztes Mal auch schon gemacht. Wir kombinieren die und stecken die zusammen in zwei unabhängige Schichten rein. Und diese zwei unabhängige Schichten, die werden einmal die Hiddens produzieren, die wir im nächsten Schritt wieder reinstecken wollen, und einmal werden sie den Output produzieren. Und das habe ich jetzt einfach mal self.input to, zwei hätten wir eigentlich auch lassen können, to output ist gleich nn.linear. Wir wollen einfach eine ganz normale lineare Schicht und später wollen wir dann natürlich eine Aktivierungsfunktion und so weiter drauf machen, aber das machen wir erst im Forward Pass. Jetzt sagen wir hier, was wollen wir denn hier haben? Also was stecken wir da alles rein? Naja, wir kombinieren später die Inputs und die Hiddens in unserem Forward Pass und das bedeutet, wir brauchen hier natürlich Input Size, also die Größe oder die Anzahl an Inputs und die Hiddens als Plus natürlich, damit wir hier quasi den Input von beiden verarbeiten können. Und dann, was wollen wir ausgeben? Naja, wir wollen Outputs ausgeben. Also die Größe des Outputs ist natürlich hier Outputs. Okay, so, jetzt nächster Schritt. Wir wollen das Ganze im Prinzip dasselbe machen, damit wir hier auch die neuen Hiddens produzieren. Das heißt, Input to Hidden. So, wir wollen Inputs und die Hiddens reinstecken. Und was wollen wir rausbekommen? Naja, die Hiddens. Also hier natürlich Hiddens wieder rein. Und ja, was wollen wir danach machen? Wenn wir das gemacht haben, dann
haben wir schon mal einen Teil fertig. Das heißt, die neuen Hiddens, die wir hier in dieser Schicht produzieren, die sind nachher wieder für den nächsten Forward Pass wichtig. Das heißt, die geben wir am Ende zurück. Aber wir sind natürlich noch nicht fertig, denn wir können jetzt hier nicht einfach sagen, hey, das war's, sondern eine Schicht ist da höchstwahrscheinlich zu wenig. Deswegen produzieren wir jetzt eine neue Schicht, die uns sozusagen die Outputs und die Hiddens zusammen in eine weitere Schicht reinsteckt. Okay, das heißt, wir haben hier self.output to output. Also wir wollen quasi jetzt das aus dieser Schicht und das aus dieser Schicht wollen wir kombinieren in eine neue Schicht. Und ja, das ist auch ein ganz normales nn.linearLayer. Also ein ganz normales Feed-Forward-Netz im Endeffekt. Und wie viel wollen wir jetzt da reinstecken? Naja, wir wollen die Hiddens reinstecken. Ups. Die Hiddens. Und was wollen wir noch reinstecken? Die Outputs. Okay, und was kommt dabei raus? Naja, nochmal wieder Output-Size. Das heißt, wir wollen hier die auch die Outputs wieder rausbekommen. Okay, und was machen wir danach? Naja, dann macht man im Normalfall noch einen Dropout und dann einen Softmax oder einen Log-Softmax besser gesagt. Das heißt, wir sagen hier self.dropout ist gleich nn.dropout. Achtung, nicht 2D nehmen oder sowas, sondern ein ganz normales. Wie viel Prozent wollen wir denn hier? 50% Dropout ist ein bisschen arg viel. Wir wollen jetzt hier 0,1 oder sowas haben. Das gibt, das soll natürlich hier ein ist gleich sein. Das gibt euch sozusagen diesen Random-Faktor so ein bisschen rein. Und dann wollen wir ein self.softmax, oder eigentlich ist es ein log.softmax, aber wir lassen es mal bei dem dabei. nn.log.softmax. Okay, so, und jetzt können wir hier wieder die Dimension angeben. Wir wollen nämlich einen haben. Weil wir ja nur irgendwie, also wir haben ja kein Bild oder sowas, sondern wir haben nur eine Dimension. Okay, das ist unser Netz. Das heißt, wir haben jetzt hier eine interessante Struktur. Und ja, wie gesagt, wir stecken die Inputs rein und bekommen die Outputs. Also die Inputs und die Hiddens natürlich und bekommen die Outputs. Wir stecken die Inputs und die Hiddens rein und bekommen auf der zweiten Schicht die neuen Hidden Features. Das ist sozusagen, wie viel von unserem Wissen sollen wir jetzt hier behalten. Dann, wir stecken die Hiddens rein und die Outputs und bekommen die Outputs, also die, die wir in diesen beiden Schichten hier bekommen haben, stecken wir gemeinsam in eine Schicht rein und bekommen die Outputs, dann vergessen wir 10% von diesen Outputs und dann machen wir einen Log-Softmax da drauf. Okay, so, das müssen wir jetzt so noch festhalten in unserer Forward-Funktion, das heißt, wir definieren uns jetzt hier eine Forward, sagen, self kommt natürlich wieder automatisch, ich bin immer zu schnell mit dem Tippen, dann natürlich Input und Hidden. Und ja, was wollen wir hier drin machen? Jetzt müssen wir natürlich erstmal alles kombinieren. Und das machen wir in Combine. Ist gleich, oder Combined eigentlich eher. Das wird sein folgendes. Und zwar, das haben wir letztes Mal eigentlich auch schon gemacht. Torch.cat, was von Konkatenation, nicht von Katze kommt. Ganz, ganz wichtiger Unterschied hier. Und was wollen wir reinstecken? Naja, wir wollen den Input mit den Hidden Features einfach zusammen sozusagen rechnen. Und das Ganze soll eine Dimension haben. Wir schreiben hier dim gleich 1. Und ja, das ist so ein bisschen der Sinn davon. Das heißt, wir stecken die einfach in einen Tensor rein, wenn wir hier fertig sind. Dann wollen wir natürlich die neuen Hiddens berechnen. Das heißt, die neuen Hiddens ist gleich was? Naja, self.input to hidden. Und was stecken wir jetzt in input to hidden rein? Naja, die kombinierte Variante natürlich. So. Und jetzt, wie geht's weiter? Wir wollen den neuen Output berechnen, also zumindest die Vorstufe des Outputs. Deswegen sagen wir hier self.input to output. Und da stecken wir auch das Kombinierte rein. Das haben wir ja gerade schon geklärt, dass wir das so machen wollen. So, und jetzt müssen wir die beiden aber nochmal zusammenbringen. Das heißt, wir konkatenieren hier den Output mit den Hiddens. Oder andersrum, ihr könnt es in beide Richtungen machen. Dann machen wir hier allerdings ein Out-Combined rein. Und jetzt wollen wir natürlich den neuen Output wirklich berechnen. Und zwar sagen wir dazu self.output to output von, naja, von was? Von den Out-Combined-Features. Dann wollen wir vergessen, das machen wir, indem wir sagen Output ist gleich self.dropout von unserem Output. Achtung, nicht der Output combined, sondern wirklich der Output hier, weil, ja, das soll sozusagen die danach folgende Schicht sein. Dann wollen wir den Softmax anwenden, das heißt Output ist gleich self.softmax von Output natürlich.
Okay, und das wollen wir jetzt zurückgeben. Allerdings, Achtung, wir geben beides zurück. Wir geben den Output und die Hiddens zurück, also die neuen Hidden Features, die wir hier oben berechnet haben. So, und das ist jetzt tatsächlich alles, was wir hier brauchen. Das ist ein ziemlich simples neuronales Netz. Also das ist so die Basic-Struktur von diesem Netz hier. Ich würde euch vielleicht empfehlen, hier noch mit ein paar Aktivierungsfunktionen oder sowas zu spielen. Also vielleicht lasst ihr die Hiddens nicht einfach nur durch eine lineare Schicht durchlaufen, sondern vielleicht, naja, wie wäre es, wenn wir einfach zum Beispiel hier noch einen Softmax drumherum machen oder hier noch einen Softmax drumherum machen oder nicht einen Softmax, einen Sigmoid oder sonst irgendwas drumherum machen. Das kann man natürlich immer machen. Also da einfach ein bisschen mit rumspielen, was ihr da habt. Das wäre natürlich dann sinnvoll. Okay, und ja, das ist erstmal unser Netz zum Beispiel. Ihr könnt natürlich hier die Architektur nach Belieben verändern. Also das ist wirklich nur ein Vorschlag, wie man das machen kann. Damit ihr wisst, wie man so ein bisschen generatives Zeugs auch schreibt, werden wir aber auch gleich noch im Training und im Ende dann auch sehen. Und ja, das war es von meiner Seite erstmal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.